wir im 777. Jahr des Bestehens der Stadt Oelsnitz keine Mühen und keine Kosten gescheut, euch heute Prominenz ohne Ende anzubieten. Und einer wartet schon auf seinen Auftritt hier in der Stadthalle zu Oelsnitz. Er zählt zu den umstrittensten Nacht-Talkern in der deutschen Medienlandschaft, der mit verbal grausamen Mitteln am Rande der Verträglichkeit es immer wieder blendend versteht, seine Zuschauer zu schockieren. Begrüßt mit mir Harald Schill! So scheiße, richtig scheiße, so scheiße, so richtig scheiße. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Harald-Schitt-Show. Meine Gäste heute Abend sind Claudia Schiffer, Naomi Keppel, Inge Meisel, Udo Lindenberg und ein Live-Act, über den ich hier noch nicht allzu viel sagen möchte. Lasst euch einfach mal überraschen. Sie kennen die kurioseste Meldung dieser Woche. Die kurioseste Meldung dieser Woche ist: Deutschland ist Fußball-Europameister. Ja, da musste sogar Berti Vogts lachen. Unser Bundeskanzler Helmut Kohl war ja auch in Wendling gewesen. Er war da auf der Durchreise zum Staatsbesuch nach Nepal. Vorsichtshalber wurde er auch in Neapel geflaggt, damit unsere Bürger auch richtig ankommen. Aber auch in der Showszene gibt es neue Sachen. Sie kennen Cindy Crawford, hier das Model mit dem Punkt, ne? Die hat sich ja von ihrem Mann Richard getrennt. Was war der Grund, dass es jetzt erst rausgekommen? Ganz einfach, Richard war ja einfach zu gierig. Und auch Neues von der Kelly-Familie gibt es. Die Kelly-Familie wird nämlich jetzt vom BND abgehört. Das ganze Schiff ist total verwanzt. Margarete Steinemagers, voriges Jahr oder im Februar hier noch auf der Bühne, erwartet jetzt ihr zweites Kind. Es wurden da auch Bodyguards angeheuert zum Schutz des Kindes vor der Mutter. Aber meine Damen und Herren, jetzt kommen wir langsam zu unseren ersten Gästen. Ne? Und zwar auf ihrem kurzen Besuch hier in Deutschland, Claudia Schiffer und ihre Models unter ihrer Tournee Lieber nackt als in Tierfällen. Claudia hat sich bereit erklärt, kurz mal bei uns hier reinzuschauen. Sie ist gerade auf ihrem Weg nach Bosnien, wo dort also auch diese Kampagne vorgetragen werden soll. Da fragt man sich natürlich, wie viel Leid diese Leute dort noch ertragen müssen. Aber jetzt hier Claudia Schiffer, Inge Meisel und Naomi Keppel. Bitte schön. Würdest du dich den Leuten hier im Saal mal kurz vorstellen? Schiefer. Claudia Schiefer. Und ich kaufe ein F wie Flügel. Meine Damen und Herren, unser blondes Wunder. Ich wundere mich immer, wie blond sie eigentlich ist. Aber Claudia, eine kurze Frage im privaten Bereich. Claudia, was machst du denn am liebsten? Ich mache unheimlich gern Marmelade. Marmelade? Das ist ja interessant. Und was machst du da? Ich kaufe mir einen Pfannkuchen, den schön ist. Was? Pfannkuchen? Du kannst doch, weißt du denn überhaupt, was der Unterschied ist zwischen einer Brezel und einer Brötchen? Keine Ahnung.
Dich kann man ja nicht mal zum Bäcker schicken. Na, Omi, du verstehst mich sowieso nicht, mit dir rede ich gar nicht erst. Inge! Inge, auch von dir was Privates. Du hast jetzt deinen Vibrator ans Versandhaus zurückgeschickt. Warum? Weil er mir immer die Zähne ausschlägt. Ja, ja, das ist Inge. Das ist Jubel der Applaus. Davon, Jubel der Applaus, davon träumt selbst der Papst unterm Brandenburger Tor. Aber es kommt noch schlimmer, meine Damen und Herren, es kommt noch schlimmer. Jetzt singen und tanzen unsere Grazien für Sie, und zwar aus Ihrer aktuellen CD. Viel Spaß! Von den einen gehasst, von den anderen geliebt. The Godfather of deutschsprachige Rockmusik. Hier ist Udo Lindenberg. Aus, Udo. Udo, dein Genuschel, das klingt ja schlimmer als ein Manta-Fahrer beim Geschlechtsverkehr. Ja, klar. Aber das versteht doch keine Sau. Nee, klar. Ich sagte, Hallöchen, uns nichts. Vergessen. Hör mal, du darfst ruhig weiterreden. Du lernst eh nur die ganze Zeit. Mach hin, Alter. Also Udo, du bist jetzt 50 geworden, ne? Jetzt hab ich meinen Text. Ich sag, ich bin's, euer Udo Lein. Kurzen Applaus. Ja, Udo, du bist jetzt 50 geworden und stehst voll im Stress. Ich meine, man sieht's dir an, ne? Ja, gut, ich bin auch 10 Jahre jünger. Dafür siehst du 10 Jahre älter aus! Ja, ja, nee, du, hör mal auf. Dein Aussehen, das kommt nur von deinem neuen Trabant, oder was? Alter, nix gegen Trabi. Sehr stark, sehr stabil und absolut klassisch. Und wer einmal Trabi gefahren ist, der traut sich auch mit Birgitir in die Dominikanische Republik zu gehen. Udo Lindenberg. Udo, noch eine Frage. Apropos Trauen. Du warst nie verheiratet? Nee, klar. Und du hast zwar auch nicht vor? Nee, klar. Warum? Die sind aber alle zu blond, oder was? Alter, mit der Ehe ist es wie mit dem Essen geworden. Warum soll ich mir meine Stullen mitnehmen, wenn an jeder Ecke eine Imbissbude steht? Das ist Udo Lindenberg, so wie wir ihn kennen. Udo, noch ganz kurz, was hat dir denn in Elsnitz am besten gefallen? Na was schon, Elsnitz hat absolut total leckere Frauen. Und wenn ihr mich mal besuchen wollt, ich hab nicht nur einen Gummi in Berlin, ich hab auch jede Menge dabei. Udo Lindenberg, Udo, ein letztes Wort an die Gäste hier im Saal. Dann Leute, es war schön bei euch. Total locker, echt super. Ich komm gern wieder. Schönen Abend noch, schönen Fasching. Und ansonsten bleibt alles klar. Auf der Andrea Doria. Die.
und tschüss, Rainer Luschner. Alter, pass auf. Der Oelsnitzer Fasching ist mir lieb und wert. Meine Musik ist mir lieber und werter. Und du, Harald, bist mir am allerliebsten, am allerwertesten, du Arsch. Abgang für Udo Lindberg. Danke, schönchen und tschüss. Versprochene Live-Act. Michael Jackson, meine Damen und Herren, haben wir leider nicht gekriegt. Da hat sich einer dagegen geweigelt, wegen der Steuer. Dafür haben wir die Kelly Family. Auch nicht. Wegen der Hygiene. Aber jetzt kommt ein Live-Act, an den keiner mehr so richtig glauben wollte. Selbst Robby nicht. Männer, haltet eure Frauen fest. Frauen, haltet eure Töchter fest. Töchter, haltet eure Schlüpfer fest. Und Söhne, haltet eure Ohren zu. Hier kommt zum allerletzten unwiderruflichen Mal die wahren, die echten, die einzigartigen Tipps.